Heute regnet's den ganzen Tag. Regnet bis in meine Seele, du bist weg. Und die ganze Welt ist grau. Der Himmel weint und Langeweile macht sich bereit schon eine ganze Weile. Die Uhren schleichen langsam durch die Zeit. Stehen, sitzen oder liegen, sterben oder weiterleben, ist egal. Denn du bist nicht mehr da. Keine Farben sind mehr zu sehen. Was wichtig war, ist geschehen. Und was wird morgen? Ja, was kann schon morgen sein? Oder liegen, sterben oder weiterleben, ist egal, denn du bist nicht mehr da. Keine Farben sind mehr zu sehen, was wichtig war, ist geschehen. Und was wird morgen? Ja, was kann schon morgen sein? Was kann schon sein? Lupus et Agnus. So gewinnt die alte antike Fabel von Phaedrus, die vor, ja, nun mehr als 2000 Jahren geschrieben wurde, wieder an Bedeutung. Lupus et Agnus, der Wolf und das Lamm. Wir selbst, wie Lu, Vio und Lu, wir sind Musiker. Wir leben unseren Traum, wir leben die Musik und wir möchten mit der Musik oder mit unserer Musik die Menschen berühren, die Gefühle berühren, die Menschen in Kontakt bringen, in erster Linie mit sich selbst, aber dann als nächsten Schritt auch mit ihren Mitmenschen, mit der Umwelt. Wichtig dabei ist das Zuhören. Die Schwingungen, die von anderen ausgesandt werden, aufzunehmen und zu verarbeiten und wirklich, ja, in sich aufzunehmen, also zuhören im aktiven Sinne. Was uns heute auffällt, ist, dass unsere Mitmenschen leider immer weniger wirklich wahrhaft zuhören und dass sie auch immer weniger in Kontakt sind. Ich bin aus der Stadt. Ich habe lange Zeit in der Stadt gelebt. Und ja, eine Stadt ist ja ein hektischer Ort und trotzdem versuchen dort viele Menschen aktiv und bewusst zu leben und sie möchten auch was Gutes tun. Sie wissen, dass wir viele Probleme haben mit unserer Umwelt, mit den Tieren, mit unseren Landschaften und sie möchten aus dieser Perspektive heraus etwas Gutes tun. Das habe ich auch versucht immer während meiner Zeit in der Stadt. Ich bin Bio einkaufen gegangen, habe versucht beim Neuland Fleischer zu kaufen, auf artgerechte Haltung versucht zu achten, was eben so alles in den Möglichkeiten des Verbrauchers liegt. Mittlerweile sind wir auf dem Land und da ändern sich manchmal Perspektiven. Eine Perspektive, die sich geändert hat, ist die zum Thema Wolf. In der Stadt habe ich selber noch eine Patenschaft übernommen. Ich habe mich diesen ganzen Naturschutzorganisationen angeschlossen und habe mich sehr, sehr gefreut, dass der Wolf zurück ist. Hier auf dem Land bekommen wir eine ganz andere Perspektive, denn hier sind Menschen, unsere Mitmenschen, die direkt betroffen sind.
direkt betroffen. Ich will gar nicht so viel auf das Thema Wolf in dem Sinne jetzt eingehen. Wir wissen ja sowieso alle gar nicht genau, worüber wir reden, ob wir über Wölfe reden, reinrassige oder mittlerweile über Hybriden oder was wir alles da eigentlich mittlerweile vor uns haben. Ich möchte einfach auf die Betroffenheit dieser Menschen hinweisen, auf ihre emotionale Belastung, die sie seit den letzten ein, zwei Jahren überstehen müssen. Und viele sind einfach mittlerweile an dem Punkt, dass sie aufgeben möchten. Einfach nur ein kleines Beispiel, wenn man so eine Schafherde hat. Die Tiere sind gewöhnt an uns Menschen, sie werden gewöhnt an die Hunde und sie leben nicht in Angst, sondern sie schlafen friedlich nachts auf der Weide und denken, alles ist gut. Und die Tiere, die am handzahmsten sind, das sind meistens die, die man drinnen aufgezogen hat mit der Flasche. Vielleicht hat man noch ein Lämmchen dem Kind geschenkt, dass das Lamm dann großgezogen hat in der Familie. Das sind dann meistens die, die als erstes angefressen, meistens ja leider gar nicht aufgefressen, sondern angefressen werden und leiden und dann eingeschläfert werden müssen vom Tierarzt. Das sind Dinge, die die Menschen hier kaum verkraften und ich möchte einfach nur darauf hinweisen und überlegen, wie wir gesellschaftlich damit umgehen. Wir haben jetzt einen kleinen Auszug von der Rede von Anne Friesenborg aus der Initiative für wolfsfreie Dörfer. Die beschreibt die Angst, die auch mittlerweile um sich greift. Und da wollen wir einfach nur ein kleines Stück zitieren. Thank you.